Ja, dann begrüße ich Sie recht herzlich auf der Feuerwache Löbtau. Ja, die Feuerwache Löbtau ist eine schon ältere Wache, wurde 2008 rekonstruiert und neu gebaut. Und so sehen wir sie jetzt in dem jetzigen Zustand. Hier stationiert auf der Feuerwache Löbtau ist also ein kompletter Dresdner Löschzug mit dem Kommandowagen, einem HLF-1, dem HLF-2 und der Drehleiter. Zusätzlich auf dieser Feuerwache haben wir eine GWÖ, der für die Ölspurbeseitigung hier stationiert ist, und für die spezielle Aufgabe auf der Feuerwache Löbtau für den Höhenrettungsdienst ein Gerätewagen Höhenrettungsdienst. Ja, zusätzlich auf der Feuerwache haben wir einen Rettungswagen, den sogenannten RTWÜ für Schwerlasttransporte. Hier zu sehen ist der Altbau dieser Feuer- und Rettungswache 4. Der Altbau wurde 2007 bis 2009 für ca. 4,4 Millionen komplett saniert. Links daneben, wo die Feuerwehrfahrzeuge untergebracht sind, ist der Neubau drangekommen, sodass im Frühjahr 2009 diese Feuer- und Rettungswache 4 komplett neu übergeben werden konnte. Hier zu sehen der Löschzug der Feuer- und Rettungswache 4. Wie auf jeder Dresdner Feuerwache ist ja ein ganz normaler Dresdner Löschzug stationiert, angefangen beim Kommandowagen, der quasi den Einsatzleiter zur Einsatzstelle bringt. Daneben folgt die Drehleiter, eine Drehleiter mit Korb 2312. Daneben ein HLF 2020, auch genannt das HLF 2. Und zu guter Letzt hier zu sehen das HLF 10, das neueste in der Löschfahrzeugfamilie, auch genannt das HLF 1. Hier zu sehen ein Rettungswagen MANF, sprich ein Rettungswagen, der für den Massenanfall von Verletzten vorgesehen ist. Davon besetzt die Feuerwache 4 insgesamt 5 Stück. Rechts daneben der Regelrettungs-RTW. Beide sind komplett gleich ausgestattet. Und ganz rechts zu sehen ist der sogenannte RTWÜ, der Rettungswagen Übergewicht, der also für sehr schwere oder etwas breitere Patienten zuständig ist. Wir sehen hier die Kameraden der Feuerwache Löbtau bei einer Ausbildung am neuen Unfallhilfsfahrzeug der Dresdner Verkehrsbetriebe, der wir ebenfalls einen Abrollbehälter Straßenbahnhilfe hier stationiert haben und somit als Backup-Variante beim Straßenbahnunfall mit ausrücken. Und somit müssen wir auch an diesem Unfallhilfsfahrzeug Ausbildung machen. Also wir haben ja den Gerätewagen Höhenrettung. Die Höhenrettung ist eine Spezialaufgabe der Feuerwache Löbtau. Höhenrettung wurde 1987 gegründet, einer der ältesten Höhenrettungsgruppen in Deutschland, wenn nicht sogar die älteste. Wir haben quasi dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum. Und hier stehen wir, wie gesagt, vor unserem Gerätewagen Höhenrettung, der dieses Jahr neu in Dienst gegangen ist. Hier haben wir diverse Ausrüstungsgegenstände, Zubehör, um Personen aus exponierten Lagen aus schwierigen Situationen in Höhen und Tiefen retten zu können. Jetzt sind wir hier am Heck. Hier haben wir zum Beispiel verschiedene Tragen, Ankerpunktsysteme,
und diverse Kästen mit verschiedenen Ausrüstungsgegenständen. Ja, also heute in der Vorstellung praktisch der thermische Flächenreinigungsmaschine von der Landeshauptstadt Dresden. Das Fahrzeug ist angeschafft worden, um praktisch komplette Straßenreinigung vorzunehmen im Bereich der Ölspurbeseitigung. Dafür ist er vorrangig hergestellt worden und speziell umgebaut worden. Er kann praktisch mehrere Ölspursituationen bearbeiten. In Richtung einmal praktisch ein Ölbindemittel granulattechnisch aufzubringen, wie wir im Frontbereich dann sehen. Dieses gleichzeitig einzukehren und praktisch mit seiner Heckreinigungsanlage wieder aufzunehmen, was man bei uns im Amt als Reinigungsstufe 1 bezeichnet. Die zweite Möglichkeit mit dem Fahrzeug haben wir praktisch ein Tensid aufzubringen. Das ist ein flüssiges Mittel, kann man sich vorstellen, so etwas Ähnliches wie eine Seifenart. Das können wir praktisch über Intensivbalken hoch im Frontbereich auf die Straße oder auf die Fahrbahnoberfläche aufbringen und können dieses gleichzeitig praktisch einkehren oder einwirken lassen und danach einkehren und können es praktisch mit unserer Heckreinigungsanlage praktisch mit Hochdruck abwaschen, einmal kalt und einmal warm. Und dann gleichzeitig wieder aufsaugen und können das praktisch in unserem Behälter, Kerngutbehälter, aufnehmen und praktisch sammeln. Und können es dann auf der jeweiligen Wache wieder entsorgen. Die E-Zimmer und hier sitzt der Gruppenführer des Inneren, das heißt der Ansprechpartner, der den Tagesablauf plant, für die Dienstplanung und die Urlaubsplanung zuständig ist. Hier befinden wir uns im Neubau der Feuerwache 4. Genau über der Fahrzeughalle. Hier befinden sich das Wachleiterbüro, das Büro des Wachabteilungsleiters, der Schulungsraum, die sanitären Anlagen sowie sämtliche Schlafräume und Schrankräume der einzelnen Mitarbeiter. Was gibt es heute zum Mittag, Simi? Heute zum Mittag Jägerschnitzel, Kartoffelbrei, Mischgemüse. Irgendwo ein bisschen aufpassen, nicht alles anbrennen. Sehr schön, dann lassen wir dich mal in Ruhe weiterarbeiten. Das ist aber nett, danke. Hier befinden wir uns im Kraft- und Sportraum und unserer Feuerwache. Körperliche Ertüchtigung ist natürlich auch im Feuerwehrberuf sehr wichtig, um die Einsatztauglichkeit zu erhalten. Wir sehen hier einen Kollegen genau dies tun.